Spezial-LKW der Firma Rohrer, der Rohrer Gruppe, die uns hier einen 38 Tonnen LKW hergestellt haben. Und nach Ende des Eisenstraßenfeiers, zwischen der Beendigung der Veranstaltung und der Siegerehrung, wird hier in einer Showanlage mit vier Athleten dieser LKW gezogen. Es wird versucht, diese 38 Tonnen zu bewegen. Und Juri LKW, ein Unternehmer der Rohrer Gruppe mit rund 1700 Mitarbeitern, sorgen für eine Top-Qualität. Und dazu begrüßen wir die Geschäftsführerin Isabella Rohrer auf das Herzlichste. Und ich darf Sie bitte hier zu uns auf die Bühne ersuchen. Bitte Frau Isabella Rohrer zu uns auf die Bühne. Geschäftsführerin der Rohrer Gruppe, Frau Isabella Rohrer. Hallo, darf ich Sie in die Mitte hereinbitten? Rohrer Gruppe, Frau Isabella, sagen Sie uns, was ist die Rohrer Gruppe und was macht die Rohrer Gruppe? Hallo zuerst. Ganz neu. Wir sind ein Familienunternehmen und spezialisiert für Industriedienstleistungen. Ja. Im Prinzip für Petrochemie und Stahlindustrie, Zellstoffwerke reinigen wir die Anlagen. So auch industriellen Gerüstbau und Wärmekälte, Schall- und Brandtechnik, Isolierungen. Jetzt haben wir sehr viel über die Firma gehört und jetzt möchten wir was über die Veranstaltung hören. Isabella, wie gefällt dir die Veranstaltung und was sagst du? Eine starke Firma, starke Männer? Ja, und dazu haben wir die starken LKWs. Ja. Das ist ein Argument. Und wie gefällt dir die Veranstaltung, obwohl das Wetter nicht mitspielt heute? Sehr, sehr schön. Ja, mir gefällt die Veranstaltung sehr gut. Es sind wirklich trotz des schlechten Wetters sehr viele Zuschauer gekommen. Und es ist schon gigantisch, welche Gewichter da gestemmt werden. Also alle Achtung. Ja, danke für das Interview und dass du zu uns auf die Bühne gekommen bist und wir werden dann noch in schweren LKW dann noch einen Show-Act machen. Danke und noch einen schönen Tag für die Veranstaltung. Danke, Frau Isabella Rohrer, und Applaus und herzlichen Dank für die zur Verfügungstellung dieses wirklichen Monsters. Eine Frage noch vielleicht, warum hat der 38 Tonnen? Ja, das ist im Prinzip das Fahrgestell plus der Aufbau. Da ist oben noch eine integrierte Hebebühne, damit wir eben spezielle Reinigungen im Tunnelbereich durchführen können. Jetzt sind wir ein bisschen gescheiter geworden. Herzlichen Dank, Frau Isabella Rohrer. Ja, servus Dino, jetzt haben wir zwei Bewerber hinter uns. Einmal als LKW ziehen, einmal als Baumstammstämme. Momentan, wie schauen wir aus? Wie bist du momentan zufrieden? Nach dem ganzen Schlechtwetter-Einfall, muss ich sagen, bin ich trotz allem sehr zufrieden. Es sind einigermaßen viele Leute, Fans da, ich würde eher sagen Hardliner, und es sind bis jetzt super Leistungen. Moser Franz, Vater Michel und unsere slowenischen Mitbewerber haben sich gerade beim Baumstammstämmen ein super Duell geliefert. Also, und es wird auch sicherlich sehr interessant. So wie du sagst, Dino, eigentlich trotzdem eine sehr gute Veranstaltung heute, obwohl das Wetter nicht passt, aber Leute, wie man sieht im Hintergrund, sind doch einige und man kann trotzdem zufrieden sein. Ja, mit Sicherheit. Und ich hoffe, es kommen noch ein paar Leute dazu, weil es ist ja recht interessant. So ist es. Dino, danke sehr. Bereit? Ja. Affe! Hat den ersten Versuch bewältigt. Noch kommen 30. Affe! Ja. Auf der Versuch ist gültig. Weitere 30 Minuten. So, zwei Versuche hat er geschafft. Markus Tischler. Applaus! Markus Tischler und schon kommt Marc Gruber. Enrico Schütze beim ersten Versuch ohne zusätzliches Gewicht.
Oh,
Ziel, seine Stärke. 370. Auch das ohne Mühe. Jetzt die 400, meine Damen und Herren. Komm, Gerdi. Jawohl, so geht's jetzt. Gerdi, komm, 400. Leider. Scheitert Gerald Ziel bei 400. 310, auch das kein Problem. 370. Souverän. 370. Auch das ohne Ziel. 400. Komm mal, jawohl. 430. 470. 460 Kilo, Alex Meyer! Unglaubliche Leistung des Tirolers! Alex Meyer! 460 Kilo! Um das Rennen des Eisenstraßensteins Wahnsinn, der junge Bursche! 460! Schafft er! Auch dieses Gewinn! 460, meine Damen und Herren, jetzt helft mir! Jetzt geht's los, Matthias! Matthias Spenzer schafft 430 Kilo! Tolle Leistung des jungen Mannes aus Slowenien! Das ist aber ja, das sind schon fast gleich alt wie ich jetzt, gell? Auch schon uralte Eisenstraßen Giants. Ja, Teil Nummer 19-jährige, pass auf, gewinnt. 19-jährige, rennt da und putzen uns einfach so. Aber es macht einfach wahnsinnig Spaß. Das ist Hammer. Zwei Bewerbe haben wir noch, schauen wir mal, was am Ende rauskommt. Rechnung wird immer am Schluss gemacht. Aber die ersten drei werden wir reinfahren, ich hoffe. Armstämmer und der zweite Athlet wird das ab. Ja, ich war 99 das erste Mal dabei. Und zwar 2, 3, 4, 6 und 8. Also 6 Mal insgesamt. Ja, voriges Jahr haben wir auch kurz ein Interview gehabt. Ich habe gedacht, vielleicht kann man sich überraschen lassen unter Umständen, aber es ist nichts anderes. Ich habe keinen Partner gefunden, mir ist der Trizeps eingerissen. Und wir haben uns am Anfang gedacht, wir machen das Oldtimer-Team, nicht? Wenigstens die Anfangsgewichte von überall. Ja, ist halt nicht so. Aufs nächste Jahr, ich sage nichts mehr. Kann man vielleicht rechnen damit, aber lasst man das Ganze auf. So 90% nein. Ist in Ordnung. Gut, Maxi, trotzdem danke sehr fürs Interview. Bitte. Danke.